Die Rolex Daytona in Rosé Gold, ja, mit Baguettes besetzt. Und Audemars Piguet Safari. Ja. 17.000. 17.000. Deine Tasche, auch von Gucci. Jo. Heute ist die Gucci fit. Jo Leute, was geht ab? Ich bin's Leon. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind hier heute in der Hafen City und gehen jetzt hier mal zum Tattoo-Studio. Da sind immer so ein paar Jungs vorm Laden. Die haben immer ein cooles Outfit. Aber ich würde sagen, wir checken mal ab, ob wir da jemanden ins Video kriegen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Wie heißt du? Ich bin Gina. Gina, was geht ab heute? Ja, heute geht Arbeiten ab, ne? Arbeiten? Ja. Du arbeitest hier im Tattoo? Genau, Fashion Tattoo Store. Fashion Hafen City. Hafen City. Hier kann man Tattoos machen, Piercings? Tattoos, Piercing, Lasern, also Tattoo-Entfernung. Ja. Bieten auch so ein Laser-Peeling an, nennt sich auch Hollywood-Peeling. Wird halt mit Laser auch durchgeführt. Okay. Ja. Und du stichst auch selber, oder? Ich lerne es noch. Ich habe auch schon ein paar Mal gestochen, aber man braucht ein bisschen Zeit, um sich da reinzufuchsen, ne? Das ist halt ein Handwerk. Okay. Also, wenn du ein bisschen üben willst, kannst du bei meinem Kumpel Zacker. Ja, der hat noch kein Tattoo. Okay, Gina, ich muss auch sagen, cooles Outfit hast du an. Danke. Lass uns mal ein bisschen näher drauf eingehen. Wir fangen mal bei den Schuhen an. Was haben wir da? Das sind Louboutins. Louboutin-Schuhe, ja. Ja, extra Anfertigung. Einen Monat drauf gewartet, haben 1200 Euro gekostet, weil die komplett mit Glitzer sind, also kompletter Schuh. Achso, okay, zwischen diesen Nieten, Spikes, genau, ist Glitzer drauf. Genau. Was kostet das, wenn man extra Glitzer drauf machen lässt? 1200 Euro. Der gesamte Schuh, ja, ne? Ja. Und ohne Glitzer? Weißt du das? Weiß ich gar nicht, ne. Okay, 1200 Euro. Ja. Direkt bei Louboutin, oder? Ja, bestellt. Ja. Louboutin, okay. Direkt. Okay, nice. Was haben wir noch? Dein Rock. Der Rock war, glaube ich, für Zara. Der hat, lass mich lügen, 29 Euro gekostet. 29 Euro. Ungefähr. Der Body. Natürlich ganz schick. Achso, Body, ja. Schöner Rücken, keine Zicken. Der hat auch, glaube ich, 19,95 gekostet. 95? Ja, 19. Achso, 19,95. Auch bei Zara, oder? Ich glaube, die habe ich irgendwo auf irgendeiner Seite bestellt, aber frag mich nicht, wie die heißt. Okay. Also du kaufst teilweise auch online ein? Genau, sehr gerne sogar. Also alles mal zu meiner Mama nach Hause, damit mein Freund das nicht sehen kann. Ah ja, okay, dass du so viel shoppst, ne? Ja. Ja, okay, easy. Okay, was haben wir noch? Du hast auch sehr viel Schmuck. Ja, das ist eine Kette von meiner Mama, aber ich weiß nicht, was sie gekostet hat, keine Ahnung. Es ist so, es ist einfach, weil es meine Mama ist, ne? Also, so ein, hat einen emotionalen Wert. Genau. Okay. Okay, nice. Dann deine Uhr, zeig mal ein bisschen in die Kamera. Was haben wir da? Die Rolex Daytona in Rosé Gold, ja, mit Baguettes besetzt. Was zahlt man für so eine Daytona? Roundabout 40.000. 40.000? Ja. Wie ist das so, als Frau damit rumzulaufen? Hat man da manchmal Angst? Ja, also ich trage sie nicht jeden Tag, ne? Das ist schon, also jetzt auf dem Kiez oder so, durch Hamburg laufen würde ich jetzt nicht. Eher nicht, ne? Nee. Aber jetzt hier so bei der Arbeit. Ja, da habe ich ja einen Chef, der auf mich aufpasst. Da sind die Jungs, ne? Da gibt es keinen Ärger. Okay, super. Was haben wir noch? Ja, sonst gibt es eigentlich viel. Das war's. Meine Haut, ne? Ah ja, du hast ja relativ viele Tattoos. Genau. Wie viele Zeitstunden sind das? Das, was du jetzt drauf hast? Ich habe sehr früh angefangen. Ich habe mit 13 mein erstes Tattoo gehabt. Mit 13? Ja, das war aber noch versteckt dann, ne? Ah, ja, okay. Also das war noch versteckt. Und dann das ist nicht ganz legal hier schon wieder, ne? Ja, Mama hat erlaubt. Ah, ja, daher. Okay. Mama weiß Bescheid davon. Und dann kam es halt Stück für Stück, ne? Also jetzt bin ich 23. Ja. Seit 10 Jahren bin ich dabei. Seit 10 Jahren, okay. Und was? Tattoos, die sind ja auch relativ teuer, habe ich gehört. Ja, kostet schon bisschen was, ne? Ist auch Arbeit, was dahinter steckt. Ist die Kunst auch von dem Tätowierer halt, der das dann auch, sag ich mal, darstellt, ne? Okay, und was ist das so wert, was du jetzt an Tattoos hast? Irgendwann aufgehört zu zählen. Ein paar tausend Euro sind das schon, tausend. Kann man schon so sagen, 8000 oder? Ja, schon mehr sogar. Mehr sogar, ja, okay. Ja, okay, nicht schlecht. Leute, Gesamtoutfitpreis blende ich jetzt hier mal ein, ohne Tattoos. Ich muss auch sagen, teures Outfit sieht cool aus, gut kombiniert, auch mit ein paar günstigen Sachen. Wie machst du das, dass du dir auch so teure Sachen leisten kannst, wie zum Beispiel die Rolex oder die Louboutins? Rolex habe ich von meinem Opa geschenkt bekommen, der sammelt Uhren. Okay. Da habe ich mir eine abgezwackt und so die Louboutins habe ich halt gespart, ne? Ja. Also. Ja, okay, nice. Kriegt man schon hin, wenn man will, schafft man es alles, ne? Ja. Okay, Gina, danke fürs Interview. Möchtest du noch irgendwas in die Kamera sagen, jemanden grüßen, dein Instagram? Ja, mein Instagram, also falls ihr mir folgen wollt oder irgendwelche Fragen habt zu dem Laden, könnt ihr mir gerne folgen, Gina Ria heiße ich da, oder halt Tattoo Fashion Hafen City. Genau, ich bin für Piercings, Lasern, achso, Zahnbleaching habe ich vergessen zu erwähnen. Zahnbleaching, genau. Ja, okay. Gerne bei mir melden und ja. So, bist ja hier noch mit deinen Jungs, ne? Meinst du, man kann die mal fragen, ja, ne? Stimmt. Hast du Lust, mal mitzumachen, Outfit-Video? Mein ganzes Outfit ist geschenkt. Alles ich habe für mein Outfit nichts bezahlt. Nee. Doch für die Schlappen in Brasilien 5 Euro.
5 Euro. Und die Uhr? Die war nicht geschenkt, leider. Die war nicht geschenkt, ne? Was haben wir da? Audemars Piguet Safari. Ja. 17.000. Ja, okay, aber hier dein Kollege, der hat ja ein richtig interessantes Outfit, richtig viele Sachen. Du würdest mitmachen, ne? Gerne. Gerne? Ja, dann würde ich sagen, check mir mal ab, was du so am Start hast, würde ich sagen. Ich sehe schon ein sehr Gucci-lastiges Outfit, sehr viel Gold. Sieht sehr interessant aus. Ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen näher drauf ein. Wie heißt du erstmal? Ich heiße Mats. Mats. Ja. Mats, cooles Outfit erstmal. Dankeschön. Ich würde mal sagen, wir fangen direkt mal bei den Schuhen an. Was haben wir da? Ganze Standard-Gucci-Schuhen. Ich kann nicht mal erinnern, wie viele dafür gegeben, aber ich weiß nicht. Zwischen 300-500 Euro oder so. 300-500 Euro? Nichts Besonderes. Direkt bei Gucci oder? Ja, bei Gucci. Ja, ja, okay, nice. Deine Shorts? Auch zwischen 300-500. Kann auch nicht erinnern, wie teuer die war. Das aber. Mit der kann man auch gut baden, oder? Ist das so ein Badestoff? Das kann man. Man kann alles mit dem machen. Ja. Trainieren auch. Ja, ja, okay, nice. Okay, dein T-Shirt? Auch bei Gucci. Kann auch nicht fest erinnern, wie teuer das war. Auch zwischen, weiß ich nicht, 150, 300 Euro oder so. Ja, holst du deine Sachen direkt beim Gucci-Store? Immer. Oder wo ich dann auf Ferien bin oder wie auch immer. Ja. Ja, ja, okay, nice. Dann, was haben wir noch? Deine Tasche? Auch von Gucci? Jo. Heute ist die Gucci fit. Gucci, ja. Das ist auch deine Lieblingsmarke? Das muss zusammenpassen. Nee, ich habe mehrere. Ja, okay. Ja, aber wenn du sagst, wenn ich Gucci anziehe, dann komplett Gucci. Ja, natürlich. Das muss passen, ne? Was zahlt man für die Tasche? Kann ich auch nicht, du weißt nicht. 350 meine ich, den hier. 350? Ja. Ja, kommt hin, vielleicht 400. Was haben wir noch? Hier, ich sehe hier eine Goldkette. All mein Schmuck ist custom gemacht, immer. Immer custom? Ja, immer custom. Ja. Okay, das ist echtes Gold mit Diamant. Das ist Diamant besetzt, ja. Was zahlt man für so eine Kette? Also die Kette liegt bei 4,5, meine ich, habe dafür bezahlt. Ja. Ja. Die Ringe liegt bei 6,5 per Stück. Was haben wir? Achso, Tattoo Fashion? Ja, genau. Ist es Tattoo Fashion ist dein Laden? Ist nicht meine, also die Konzept ist meine, die Name ist meine. Ich bin der Gründer dafür. Ich habe selber 3 Läden und franchise ich Aktien mittlerweile. Ja. Okay, das heißt, dir gehört sozusagen der... Das Konzept. Also hier der Laden gehört... Die Jungs natürlich, ne? Ja. Aber die Franchise ist mein Konzept und mein Know-how. Ah, okay. Ja. Okay. Und da hast du dir auch extra so einen Ring anfertigen lassen? Das ist ne? Die Firma-Ring. Die Firma, ja. Was zahlt man das? Das ist, wenn Leute nicht die Depots bezahlen, dann kriegen die einen Stempel. Achso, ja, einen Stempel kriegen dann, ne? Ja, okay, easy. Okay, was haben wir hier noch? Das ist Stott Lounge. Das ist auch ein Laden von meiner. Das ist ein kleines Disco, das ich habe seit Jahren. Okay. Ja. In Flensburg. Flensburg? Kommst du auch aus Flensburg, oder? Ursprünglich aus Dänemark. Ich glaube, man hört das an meinem Akzent. Aber ursprünglich aus Aarhus in Dänemark. Dänemark, ja. Okay. Und hast du auch Tattoo-Fashion-Läden in Dänemark oder nur? In alle Großstädten in Dänemark. In allen Großstädten? Ja. Okay. Schweden auch. Wir hatten auch ein Portobino in Spanien gehabt. Echt? Ja. Also schon so richtig international? Wir sind die größte Tattoo-Kette der Welt. Echt? Schon seit Jahren. Okay, bin ich hier direkt mit dem Chef. Habe ich gerade den Chef erwischt, ne? Ich weiß nicht, ob ich Chef bin, aber... Ja, ja, aber der Gründer, sag ich mal. Das ist korrekt, ja. Ja, okay. Okay, was haben wir noch? Die Uhr. Ja. Können wir die mal ein bisschen... Das ist ein Day-Date. Ja. Die Uhrwerk ist Day-Date, aber es kostet gemacht nachher besetzt, ne? Nachbesetzt. Ja. Liegt so bei 28.000. Ich glaube, ich habe zwischen 21 und 22 dafür bezahlt. 21. Und die Diamanten hast du nochmal rauf machen lassen, ne? So war das, wenn ich das gekauft habe. Ach so, okay. Ja, ja. Ja, okay. Dieses Modell wird Ursprung von Rolex nicht gemacht mit genau, Diamanten. Genau, die werden nicht mit Diamanten so verkauft, genau. Ja, was haben wir noch? Was ist das hier? Ein Anhänger? Nee. Ein Lamborghini-Anhänger. Genau. Mit Schlüssel. Ganz genau. Du fährst ein Lambo? Ja, das ist mein Favorite Sportwagen. Darf man den mal zeigen, ja, ne? Das darf man. Zeig mal rüber. Lambo. Lambo Huracan. Ganz genau, das ist die neue Modell, die Evo. Ist gerade rausgekommen, ich habe den vorweg neu bestellt. Ja. Ja, Vollausstattung. Vollausstattung. Was zahlt man für so ein Evo? 274. 274? 240 Standard und Vollausstattung 274.000. Ah ja, okay. Und wie lange musstest du warten? Ein Jahr knapp. Ein Jahr. Bevor den hatte ich den Vorher-Modell und bevor den hatte ich Maserati gefahren. Ja. Und hast du mehrere Autos oder jetzt? Ja, den da, das ist nur für Spaß. Das ist nur für Spaß. Als Alltagsauto habe ich den neue X5, was gerade rausgekommen ist. Ah, okay. Okay, nice. Nicht schlecht. Sehe ich gerade noch die Brille vergessen. Marc Jacobs Brille. Ganz genau. Was haben wir für die? Weiß ich, kann ich nicht erinnern. Die liegt auch zwischen 200 und 300 Euro, meine ich. 200 und 300 Euro. Ja, okay. Was haben wir noch? Das war's, ne? Die Unterhose. Unterhose, was haben wir? Gucci Unterhose. Für die Mädels, Gucci Unterhose. Weiß ich nicht. Liegt auch bei 150, meine ich. 150. Ja, genau. Ja, kommt hin.
Okay, Ohrringe, ja, Louis Vuitton Ohrringe. Ja, die sind auch custom gemacht, mit Steine drinnen, ein Karat in jede. Weil die Louis Vuitton hat ja keine Diamanten. Nee, das ist alles custom gemacht. Okay, ja. Was zahlt man dann, wenn man... Also per Ohrring liege ich bei 2,5, also 5.000 insgesamt, ja. Okay. Weil die Steine ist ein Karat in jedem Ohr. Ja. Ja. Okay, dann einen Ring haben wir noch vergessen, was haben wir da? Also das ist mein CCB-Ring, das ist von meinem Sportsname, mein Kämpfername, wenn ich kämpfe. Und das ist auch der Name von einem meiner dänischen Firmen. Oh. Und TCB, die Ursprung, das 10K-Business, kommt von Elvis. Ja. Seine Bodyguards hat das gegründet, dieser Name. Ah, okay. Ja, und das ist Platin mit Stein auch drin. Ja. 1,5 Karat insgesamt. Ja. Und wenn die Leute nicht hören, kriegen die auch davon Stempel, ne? Das kann ganz schnell passieren. Das kann ganz schnell. Was hast du für einen Kampfsport gemacht? Ja. Alles. Alles. Ja, ich habe MMA gekämpft. Also, wie gesagt, ist nur ein großes Hobby von meiner. Ja. In 2014 habe ich MMA gekämpft. 2015 K1. Dann habe ich geboxt auch. Ja, okay. Ja. So, Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ihr Outfit, Instagram und auch von Mats Tattoo Fashion habt ihr in der Videobeschreibung. Checkt das gerne ab. Willst du noch irgendwas in die Kamera sagen? Jemand grüßen? Ja, wenn man Lust hat auf coole Tattoos, folgt mir auf Tattoo Fashion Flensburg. Da ist viel cool Posts. Sehr gerne. Und keinen Ärger machen, sonst gibt's hier einen Stempel, ne? So sieht's aus. Okay, perfekt.